Okay, die sind die Level. Ah, oh, wie schwer. Ja. Dann gehen wir zurück zur Welt 1 und holen uns da jetzt noch einen. Ihr seid so nett, ne? Und diese Aale habe ich das letzte Mal gesehen, als wir das noch auf der Wii U gespielt haben, Alter. Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder mit einem neuen Part von Super Mario Bros. DS. Das heißt, New Super Mario Bros. Ist mir egal. Und los geht's mit Welt 8.1. Here I go. Ja, das ist der erste Part aus Welt 8. Und ich denke, das werden auch noch einige mehr werden. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie lang das Let's Play jetzt noch sein wird. Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Ich weiß, dass Welt 8 noch einige schwere Level haben wird und ja, Spannung auf uns zukommt, aber kein Plan von irgendwas anderem aus Welt 8. Natürlich sind die Level. Ah, oh, wie schwer. Ja, diese scheiß Vögel, ich hasse die. Oh mein Gott, okay. Okay, da oben geht's lang. Zur ersten Starcoin hoffentlich. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Starcoin verpasst, weil es hätte ja sein können, dass die mich jetzt später rauslassen. Hoffe ich jetzt mal nicht. Da oben ist eine Starcoin. Hoffentlich nicht. Ja, Mann. Nice. Geil. Geil, geil, geil. Mega geil. Okay, letzte Starcoin ist da unten. Ja, war jetzt nichts. Und geschafft! Meine Güte. Das war jetzt echt ein krasses Level zum Beginn schon, aber wir haben es erfolgreich geschafft. Ah, nice. Das ist nice, 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 nice. Welt 8.2. Das erste Level haben wir echt schnell geschafft. Ob das zweite Level auch so nachziehen kann? Nur verarsche alles. War da unten jetzt echt nichts, oder? Ich bin mir zu 100% nicht sicher. Was ist das? Sag mir jetzt nicht, warum ich noch ein Mini-Bild. Mann, ey. Ich will nichts verpassen, deswegen gucke ich erstmal. Ich muss das Level trotzdem nochmal spielen, also juckt mich nicht. Ich check gerade den Sinn dahinter noch nicht so. Ja, wenigstens haben wir das hier geschafft. Und dann müsste das... Hallo, ich wollte da reingehen. Dann müsste das jetzt auch gewesen sein mit Welt 8.2. Allerdings müssen wir das nochmal spielen wegen kleinem Mario. Und der zweiten Starcoin. Wir könnten ausprobieren, ob wir jetzt da einen Mini-Pilz rausbekommen. Hoffentlich, vielleicht. Mal gucken. Dann gehen wir zurück zur Welt 1 und holen uns da jetzt noch einen. Hoffentlich kriege ich da was Gutes raus. Ja! Ja! Ist mir scheißegal, ob der Blaupanzer da jetzt nicht mehr drin ist oder so, ne? Danke, 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 danke. When I met you in the summer. Okay, jetzt geht's. Nice. Kann ich verarschen. Sag jetzt nicht. Wenn hier nichts ist, ne? Ich hab kein Mini-Pilz mehr! Warum ist der Mini-Pilz stärker als der scheiß blaue Panzer, Junge? Das kann doch nicht wahr sein. Warum? Warum? Hoffe, das bringt jetzt sonst, dass ich das nochmal gemacht habe. Bitte, Mann. Arsch! Erster April! Wenn das jetzt nicht funktioniert, ne? Okay, jetzt gehe ich hier rein und... Ah, okay. Okay. Ich brauche den Mini-Pilz überhaupt nicht. Ihr seid so nett, ne? Wie das Level jetzt umsonst so lange? Wegen gar nichts. Alter, ich hoffe, dass die Level-Designer hier, die verwecken irgendwann Spaß. Das war ganz super witzig. Spaß. Nee, aber echt, Mann, was ist denn das? Die zeigen damit an, dass man vielleicht den Mini-Pilz braucht und dann gibt den, braucht man den trotzdem nicht. Baut kein Mini, keine Mini-Röhre an, wenn es nichts wert ist. Real Talk Statement! Hadi Hadi! Hadi Hadi!
Ich bin sowas von kurz davor. Wenn ihr das ganze Video sehen wollt, schaut auf Let's Play Niklas vorbei. Ihr werdet sehen, warum ich so frustriert bin. Da ist jetzt zwischendurch viel passiert, was mich echt aufregt. Nicht nur, dass jetzt da bei der Minirin nichts Sehenswertes war, sondern wie ich da hingekommen bin. Okay, machen wir weiter mit Welt 8. Turm oder Burg. Es ist ein Turm. Okay, den Minipitz lassen wir jetzt mal weg. Den brauchen wir safe eh nicht. Das war ganz super witzig. Ich wünschte, es wäre kein Witz. Okay, ja, ja, schön, schön. Darf ich jetzt bitte? Ja, danke. Jetzt mal, brauche ich da schon mal nicht zu suchen. Hier ist nichts. Allerdings ist da was. Nice. Wir haben es geschafft. Hier kann man das zerbrechen. Es wird aber safe nicht hier lang gehen. Genau, hier sind nämlich nur Münzen. Alter, was ist da, Coin? War eine beschissene Starcoin noch, aber wir bekämpfen jetzt Bowser Jr. mit seiner Maske. Wir haben keine Feuerblume, also können wir ihn nicht so angreifen wie im letzten Part, wie im letzten Mal es Toad gemacht hat. Also, jopp, das war trotzdem der Kampf. Also wir haben es trotzdem geschafft. Wird Bowser Jr. jetzt nochmal flüchten? Ja! Aber wohin? Ach, einfach ins Castle? Okay. Aber wir machen noch weiter mit diesem Level, oder? Nee, oder? Wie viel machen wir denn noch? Haben wir noch eine vor? Wir machen noch das Level. Welt 8-3. Ich bin mir nicht sicher. Warum sind wir unter Wasser und es spielt keine Unterwassermusik? Bitte? Warum Untergrundmusik? Das macht keinen Sinn. Und diese Aale habe ich das letzte Mal gesehen, als wir das noch auf der Wii U gespielt haben, Alter. Okay. Wir haben immer noch keine Starcoin gesammelt. Aber er kann auch nicht an uns vorbei schwimmen. Oh, du Pisser, Mann! Ja, platziere dich noch echt nah bei mir. Ist das die erste? Bitte lass es die erste sein. Zweite, ne? Nee, erste! Das ist die erste. Also, nee. Das ist ja sowas von Ultraschmutz, ne? Es ist sowas von ein schmutziges Scheiß-Level! Muss die ganze Zeit. Naja, ich weiß jetzt, wo die ersten beiden Starcons sind. Einfach immer unten bleiben, so gut wie es geht. Dann weiß ich, wo sie ist. Nicht treffen lassen am besten. Jetzt hier die Starcoin einsammeln. Oder auch nicht. Hier die Starcoin einsammeln. Aber das ist echt scheiße, dass die jetzt alle aufeinander folgen. Die Starcoins. Also, dass die erste so früh kommt, so spät kommt, dann jetzt wahrscheinlich kommen alle nacheinander. Okay, die dritte haben wir auch. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Und wir haben einen Blompanzer bekommen. Nicht verlieren. Bro. Danke. Oh mein Gott! Yeah. Yeah. Hä? Und damit würde ich sagen, beenden wir diesen Part und ja. Ja, und wir machen dann im nächsten Part weiter mit Luigi, denn wir speichern jetzt hier. Wir speichern jetzt hier und beginnen dann den nächsten Part zusammen mit Luigi. Ich hoffe, er wird irgendwie auch einen guten Job machen wie heute. Naja, heute war ja nicht irgendwie Mario schuld, heute war ja irgendwie ganzes Secret Exit und so schuld und so weiter. Aber mal gucken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und lasst ein Abo und eine Glocke da. Eine aktivierte Glocke natürlich nur, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und bis dann und ciao.